Der Krieg um Schloss Sonnenberg ist in vollem Gang. Trotz dem auferlegten Maulkorb vom Obergericht Thurgau bricht Dunja heute ihre Schweigen. Wir brechen das Schweigen dadurch, dass es neue Tatsachen gibt, also schwarz auf weiß neue Tatsachen gibt, die belegen, dass die Löhne eben wirklich niedrig sind. Und ich glaube, wir werden als Gewerkschaft schlecht beraten, wenn wir uns bei belegbaren Tatsachen den Mund verbieten lassen. Wir leben in einer Demokratie und nicht in einer Diktatur. Dunja unterstreicht die neuen Tatsachen mit Lohnabrechnungen. Aus denen entnimmt Dunja, dass der Stundenlohn bei um die 13 Franken liegt. Der Arbeitgeber der ausländischen Bauarbeiter auf dem Sonnenberg streitet in einer schriftlichen Stellungnahme alle Vorwürfe ab. Die Schloss und Gut Sonnenberg AG hat zu jeder Zeit sämtliche Gesetze eingehalten und sich an alle geltenden Bestimmungen gehalten. Die AG baut nur für den Eigenbedarf und wurde von Anwälten, Steuerberatern und Behörden mehrfach geprüft und als korrekt bestätigt. Es bringt mich ein wenig zum Schmunzeln, weil eine Schloss und Gut Sonnenberg AG für den Eigenbedarf. Ich kannte bisher nur Eigenbedarf für Privatpersonen. Wie eine Aktiengesellschaft Eigenbedarf geltend machen will, ja, entzieht sich meiner Kenntnis. Ein weiterer Punkt auf der Stellungnahme, der direkt auffällt, ist folgender. Wir legen Wert auf hohe Qualität und die Zufriedenheit unserer Mitarbeiter. Alle Mitarbeiter genießen zusätzlich zu ihrem Gehalt freie Kost und Logis. Ein Blick auf die vorliegenden Lohnabrechnungen zeigt, dass für Unterkunft und Verpflegung insgesamt 180 Franken vom Gehalt abgezogen wird. Teletop ist sich auf der Baustelle umgelassen und erfahrt im Gespräch mit Angestellten, dass auch sie einen Maulkorb vom Chef bekommen haben. Gemäss der Unia haben zwei Baustellenarbeiter inzwischen selber juristische Schritte gegen das Arbeitsverhältnis eingereicht. Und die Gewerkschaft fordert noch mehr. Wir erwarten, dass der Kanton bei der Größenordnung von finanziellen Mitteln, die fließen in der Denkmalpflege, sehr genau hinguckt, wie mit den Geldern gearbeitet wird. Auf Anfrage bei der zuständigen Stelle beim Kanton Thurgau will sich niemand am heissen Eisen verbrennen. Alle Stellen reichen die Interviewanfrage weiter. Der Kampf ums Schloss ist noch nicht fertig und das Ende ist noch in weiter Ferne.